Vom Schlagersternchen zum Star, vom Star zur Primadonna des deutschen Pop. Seit 40 Jahren erfindet sich die Berliner Chanteuse Marianne Rosenberg immer wieder neu. Regenrhythmus heißt ihr aktuelles Album, das sie jetzt auch live präsentiert. Herzlich willkommen auf der Zipcouch, Marianne Rosenberg. Und nochmal sieht sie wieder anders aus. Ich schließe mich auch dem herzlich willkommen an. Das ist sehr beeindruckend. Wobei ich, als ich diesen Zusammenschnitt gesehen habe, gedacht habe, muss sie sich immer wieder neu empfinden? Ist das ein Muss, diese Outfits immer wieder zu drehen? Nee, also ich denke, wenn Sie jetzt von sich ein Fotoalbum aufschlagen würden, würden 5 Jahre zurückgehen, 10 Jahre zurückgehen, 20 Jahre zurück. Ich meine, was wir hier gesehen haben, irgendwie war, glaube ich, 80er Jahre, das mit der Sonnenbrille, das mal eben schlappe 20 Jahre her. Also es wäre ja auch merkwürdig, wenn man dann, wie soll man denn immer gleich aussehen? Das geht doch gar nicht. Ich fand diesen beeindruckendsten Wandel, an den ich mich erinnere, war eine, da hatten Sie mal so eine ganz düstere Phase und dann machte es puff. Und auf einmal ging der Mond auf und dann war Luna und auf einmal war sie silbern. Der Mond, ja. Genau. Mhm. Macht das Spaß oder ist es eher ein Druck, dass man sich immer wieder neu gestaltet? Nein, es macht totalen Spaß, weil das mache ich ja nicht ausschließlich, sondern es entsteht ja erstmal eine Musik. Und wenn die Musik entstanden ist, dann überlege ich mir, wie sieht die Frau aus, die das jetzt singen würde. Und Dann mache ich das zusammen mit meinen Stylisten und Freunden und wir schließen uns dann irgendwie 2 Wochen ein, schauen Filme an, schauen Bilder an und entwickeln dann diesen neuen Look. Das macht sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen ja, wie Zaubern auch. Ja. Das ist fast wie eine Wundertüte, aber eins bleibt immer gleich. Das ist diese unglaubliche Stimme und jetzt werden wir nochmal diesen Beweis antreten, dass die immer gut ist. Na, 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 war schuld. Und später nannte man das Kult. So wird passiert dem nur mir. Mit Ironie und Mutterwitz schaut Marianne Rosenberg heute auf ihre Karriereanfänge zurück. Weißt du, wie ich leide? Ohne Wort von dir bin ich einsam. In den 70ern wird die gebürtige Langwitzerin zu einer der erfolgreichsten Schlagersängerinnen der Republik. Und dann kommt der Song, der sie bis heute verfolgt, aber auch zur Ikone macht. Die schwulen Szene macht den deutschen Disco-Song zu einer Hymne und die Sängerin zur gefeierten Diva. In den 80ern emanzipiert sich Marianne Rosenberg von ihrem braven Image. Sie mischt in der alternativen Westberliner Szene mit und beginnt mit Rio Reiser als musikalischem Partner ein neues Kapitel ihrer Karriere. Seither traut sich die Rosenberg alles, ob Chanson, Jazz oder internationaler Pop. Heute ist Marianne Rosenberg ein lebendes Gesamtkunstwerk. Fäche hört zu mir, so wie mein Name an der Tür. Alles passiert immer nur mir. Das war eben ganz schön. Sie konnten es leider nicht sehen. Sagt sie, das war gut mit der Handbewegung. Mich hat das auch beeindruckt, weil es gibt wenige Künstlerinnen, die sich selbst dann auch mit Humor tragen können. Oder das, was sie, wie unser Redakteur sagte, das Leben lang verfolgt, dieses Er gehört zu mir. Diese Stelle, alles passiert immer nur mir. Mhm. Ist es eher verzweifelt oder eher wirklich mit einem Lachen und sagt, komm, irgendwie greife ich da rein? Das ist eine Übersetzung von einem wunderbaren Jazz-Song, der heißt Everything Happens to Me. Die Musik hört man ja auch. Und es ist eine Übersetzung. Und die habe ich halt versucht, also zu meiner Person so ein bisschen Maß zu schneidern. Weil also ich bin ja eigentlich kein Pechvogel, das kann man jedenfalls nicht sagen. Nee, absolut nicht, um Gottes Willen. Diese Wandlung von diesem Schlagermädchen hin zu einer sehr politisch engagierten Frau, die ganz klar Stellung bezogen hat, da waren viele eher der Medienmenschen sehr verwirrt und sagten, was macht denn die jetzt auf einmal? War das für sie so eine nachgeholte Pubertät? So haben sie es, glaube ich, mal beschrieben. Ja, ich weiß ja gar nicht, was die jetzt meinten mit, was machten die auf einmal. Ich denke mal, es handelt sich lediglich darum, dass man
die Schubladen wechselt und in dem Moment halt, wo etwas nicht mehr da drin ist, wo man es wähnt, irgendwie spielen alle ein bisschen verrückt und ja, ich glaube, dass es spießig ist und verkrampft, wie eben große Teile unserer Gesellschaft auch sind. Und dagegen muss man aber immer wieder angehen, insofern jetzt nicht irgendwie, um eine Ikone zu stilisieren oder zu etablieren, sondern weil man lebt, weil man sich verändert, ja, weil man sich ständig weiter verändert. Und ich nehme mir einfach das Recht heraus, letztlich ist es ja nur Musik. Also ich nehme mir das Recht heraus, mich wie ein ganz normaler anderer Mensch, wie jede Frau, mich zu verändern. Ja. Und dass man diese Veränderung dann auch in meiner Musik hört, ist für mich was völlig Selbstverständliches und Natürliches. Ihrem Freund, wirklich engen Freund Rio Reiser, wir haben Sie gerade auf einem sehr schönen Foto beide zusammen gesehen, dem ging es ja umgekehrt so. Mhm. Der wurde plötzlich gesagt, als der König von Deutschland macht, jetzt macht der einen hier irgendwie auf Schlager und Unterhaltung, wie kann der nur? War es das, was Sie verbunden hat? Also sozusagen bei dem einen die Rolle vorwärts, bei der anderen die Rolle in die andere Richtung? Weil Sie beide kämpfen mussten? Nein, ich glaube nicht, dass uns das verbunden hat, sondern die gegenseitige Achtung und Neugier und auch Anerkennung für die Arbeit des anderen. Mhm. Also er kannte ja fast alle Songs von mir auswendig und ich von ihm. Und mit dieser Neugierde sind wir uns auch begegnet. Und ich konnte nicht wissen, wo er lang will und er konnte nicht wissen, wo ich lang will. Mhm. Und trotzdem haben wir das schon sehr früh so füreinander empfunden. Und er wollte halt dahin, wo ich gerade herkam, ja, und ich wollte im Kollektiv Musik machen. Ja. Das war jetzt für mich ganz spannend, wie machen die das gemeinsam, wie entsteht das, weil bis dahin hatte ich halt erfahren, dass ich hinter Glasscheiben stehe und meine Stimme ausgewertet wird. Also ich habe nie wirklich gesehen, wie diese großen Orchester in den 70s da dann bis zu 40 Mann, wie die das alles einspielten gemacht, und das war ja eigentlich schade, na, das habe ich dann gemacht in den 80ern und fing dann auch an, inspiriert durch Rio Songs zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, das, was jetzt wieder neu daran ist, ist nicht, dass Sie plötzlich ein rotes Kleid im Video tragen, sondern jedes Lied auf dieser neuen CD ist einzig und allein von Ihnen geschrieben oder mit anderen zusammen. Aber Marianne Rosenberg ist da wirklich zu 200% drin. Wir hören und gucken mal rein und reden dann über das neue Album. Wenn wir uns begegnen, unsere Augen sich berührt, unsere Hände und der Mund in Gedanken wandern und die Erde bebt, ist es zu spät. Rette mich durch die Nacht, bring mich zurück in den Tag, gib mir ein Teil von dir. Der geht auch in die Beine. Rette mich durch die Nacht ist die Single-Auskopplung aus Regenrhythmus. Mhm. So heißt das Album. Warum heißt es Regenrhythmus? Ja, weil Regen ist etwas sehr Schönes. Ohne Regen lebt nichts auf der Erde. Und Rhythmus ist auch was Wundervolles. Das hat mit dem Herzen zu tun. Es ist auch wieder etwas, was einem am Leben hält. Und wenn man im Dachgeschoss sitzt, der Regen prasselt darauf und man komponiert oder schreibt Songtexte, dann entsteht ein Regenrhythmus. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes, passendes Bild auch für dieses Album. Diese Texte und diese Platte, wenn man sie das erste Mal hört, sollte man sich wirklich ganz intensiv hinsetzen, nichts anderes dabei tun, sondern wirklich zuhören. Das sind ganz intensive, sehr, sehr persönliche Texte, wo ich mir an mancher Stelle gedacht habe, Mann, was hat die gelitten in den Jahren? Ist Ihnen das wirklich gelitten? Die sind so teilweise so intensiv und zeigen so viel Verletzlichkeit, dass ich mir immer wieder dachte, wie hat sie das hingekriegt, so lange Jahre immer wieder rauszugehen, dazustehen, sich eben immer wieder neu zu empfinden? Also es ist ja nicht alles authentisch. Also das heißt, es ist nicht alles meine Geschichte. Ich bin ja da auch irgendwo, wie soll ich sagen, ich bin eine Wortsammlerin. Ja. Ja? Und
reise also da irgendwie durch die Welt und ob ich jetzt in Filme gehe oder etwas auf gesprühten Wänden sehe oder so, ich sauge das alles in mich auf und das sind zum Teil auch Geschichten von Freunden, die sie erleben. Mhm. Und dieses Album ist jetzt nicht gemacht für mich, für eine Art so, sich selbst zu verwirklichen, weil solche Geschichten liegen bereits hinter mir und ein Album ersetzt keine Therapie. Aber es ist, dieses Album sucht den Dialog. Ich glaube, dass ich Geschichten und Dinge ausdrücke, die viele Menschen genauso fühlen und empfinden wie ich. Wir sind ja auch irgendwie geschichtlich an so einem Zeitpunkt, wo wir wissen, entweder packen wir es jetzt und drehen uns um 180 Grad oder wir werden Probleme bekommen mit der Erde an sich, weil eben nicht alles unbegrenzt da ist. Und ich denke, dass ich das ganz gut erspüren kann und habe halt die Gabe, das in Wort und Ton zu fassen und miteinander zu verbinden. Und das ist, glaube ich, was Sie meinen, wenn Sie sagen, entweder man widmet sich dem und geht in dieses Album so rein und dann kommt es auch. Also dann ich war sehr fasziniert, diese Seite von Ihnen zu hören, wirklich. Ich kann es nur empfehlen. Und natürlich gibt es Marianne Rosenberg auch live. Und zwar am 19.03. im Huxleys in Berlin. Und wir haben 2x2 Karten. Und wenn Sie die haben möchten, dann schreiben Sie bitte jetzt an diese Adresse. Redaktion ZIP, natürlich Kennwort Marianne Rosenberg. Marlene Dietrich Allee 20 14 482 Potsdam. Danke, dass Sie da waren. Und ich spiele auch in Leipzig. Und in Leipzig. In München, in Hamburg. Sie tourt. Genau. Danke. Ich danke auch. Man kann auch sagen, ganz Deutschland.